So, dann wollen wir weiter hier aufräumen. Wir brauchen schließlich ganz, 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 ganz viel Gold. Du, hey du. So ein paar Skelette können wir ja auch so im Nahkampf weghauen. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, es geht einigermaßen. Aber da wurde jemand verflucht. Fluch entfernen. Ein Cape. Und die wird schlecht. Obwohl, warte mal, Mürrum sollten wir nicht unbedingt Krankheit entfernen. Die wird noch ziemlich häufig krank werden, wenn sie jedes Mal die Grabstätten erplündert. Was haben wir hier? Ganz schön lang. Oh, okay. Weg, 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 weg. Oh nö. Die Entflucherin verfluchen ist ein ganz, ganz gemeiner Move. Und Schalter. So, erstmal du, Fluch entfernen auf dich. Bis Longen. Ja, dessen können wir ein bisschen plündern. Du, Fluch entfernen auf dich. Oh, das ging schnell. So, du hast hier nichts zum Plündern. Das ist schade. Knopf wird gedrückt. Du, Fluch entfernen sie. Und dann könnten wir mal den Lichtzauber sprechen. Tag der Götter. Kraft, Meditation, Reaktion, Glückstag, Präzision, Schutzengel. Haben wir noch nicht, oder? Nö, ist nichts an. Gut. Du, Tag der Götter. Swoosh, alle Zauberpunkte weg. Hey. Aber da wir jetzt den Knopf gedrückt haben, ist bestimmt auf der anderen Seite was aufgegangen. Genau, die Tür da. Klick. Klick. Moment mal. Ah. Ich dachte schon, das wäre ein bisschen gemein, wenn wir da jetzt wieder hochkommen. Aber wir könnten ja springen. Ja, könnte man sogar glatt hochspringen. Das ist gut. Schlafen wäre auch schön. Aber ich denke nicht, dass dafür genug Raum freigemacht wurde. Weg, 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 weg. Bitteschön. Ein Handschuh. Und Gold. Gold ist viel, viel toller als so ein oller Handschuh. So ein paar mehr. Ja, Lays K.O. Okay, wir sollten bald wirklich schlafen. Oh. Regeneriert TP mit der Zeit. Ja, aber dafür ist es nur so ein einer Umhang. Also fast keine Rüstungsklasse. Aber besser als ein Dreier, der nichts drauf hat. So, zieh das mal an. Nische ist leer. Dämpfe lassen ja schlecht. Oh, das trifft gar nicht immer denjenigen, der versucht zu plündern. Das, nee. Okay. Können wir hier schlafen? Ja, könnten wir. Problem ist nur, die hier sind krank. Hilft nichts. Sehr schön. Haben gewartet, bis unsere Zauber ausgelaufen sind und haben uns da angegriffen. Verbrenne. So. So nicht. Nicht mit uns. Schlafen. Du versuchst nochmal die Krankheit zu entfernen, auch wenn ich glaube, dass es zu spät ist, ja. Da hilft jetzt nur noch ein richtiger Priester. Und bei ihm auch, gut. Du Fackellicht, du magisches Auge. Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht trotzdem irgendwie hinbekommen würden. Also zumindest noch ein, zwei Räume ausnehmen. Machen wir Wunden heilen. Oh. Gerigo hat inzwischen ganz schön viele Trefferpunkte. Okay, machen wir ein paar Mal Wunden heilen. Hier hatten wir schon, ja. Wie Wunden heilen. Und viele Skelette. Du Inferno. Du heilst ihn. Du schießt einfach rein. Du haust. Du heilst.
Du Inferno. Du heilst sie. Du machst kaputt, du machst kaputt, du machst kaputt. Gewonnen. Sehr schön. Gold läppert sich auch langsam zusammen und der nächste Knopf für wahrscheinlich den mittleren Gang. Aha. Tote auferwecken. Oh, das ist sehr praktisch, falls Lehmer umkippt. Stunde der Kraft, das kann zu ihr. Ich weiß nicht. Aha. Das kann verkauft werden. Ich weiß nicht. Das kann alles verkauft werden, denn wir brauchen ganz, 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 ganz viel Gold. Aha. Weg, weg, weg. Oh. Aha. Weg. So, zurück zum Hauptgang. Hier. Du machst so lange mal Segen, gleich wieder Heldentum und eventuell auch den Lichtzauber. Das war der falsche Charme. Du. Hey, du. Das mit den Feuerbällen hört sich da nicht sehr gesund an. Aha. Okay, die kreuzen sich. Du Tag der Götter. Oh, ich höre Geister. Dämpfe lassen wir schlecht werden. Das sollten wir jetzt gleich gegenheilen, sonst haben wir es nachher wieder nicht unter Kontrolle. Lay. Lay. Ah. Kranke Teilen. Nische ist leer. Dämpfe lassen wir schlecht werden. Ich will doch nur Gold von den Toten rauben. Warum müsste mir das so schwer machen? Nische ist leer. Haha, ein Schild, das hoffentlich viel wert ist. 1000 noch was, okay. Auch wenn wir nicht wirklich die Handelsfähigkeiten haben, um die 1000 noch was zu bekommen, aber hey. Wow. Das sah schmerzhaft aus. Nichts drin. Du mach mal eine Kraftheilung. Hm. Ganz schön viele leere Nischen. Also Gegner leere Nischen. Dämpfe lassen schlecht werden und Schuhe, die billig aussehen. Ah. Silberstiefel, Rüstung 10, die könnten verzaubert werden. Weg. Weg, 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 weg. Weg. Ist leer. Also ja, Gold kommt ein bisschen was rein. Ausrüstung finden wir auch, die wir verkaufen können. Aber so wirklich toll ist der Kerker bisher nicht. Aber vielleicht erwarte ich einfach zu viel. Oh, hallo Dämonen. Dämonen, die uns instant töten können. Und altern. Und verfluchen. Überhaupt. Gut, dass nicht so viele sind. Und was bist du? Ein Sarg? 500 Gold? Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Ich habe nichts gesagt. Der Dungeon ist toll. Du, Krankheit heilen. Nicht genug Zauberpunkte. Das sieht... Tür bewegt sich nicht. Das sieht wichtig aus. Und dahinter her höre ich etwas, das kein Skelett ist und kein Geist. Leer. Tempel lassen ihr schlecht werden. Und das sind Liches. Liche sind böse. Lich Lord. Komm. Ja, so viel dazu. Ich dachte, ich könnte wenigstens einen einigermaßen verletzen, aber. Du
Zauberpunkte. Wie viele Zauberpunkte brauchst du für das Stadtportal? Stadtportal 20. Nicht genug Zauberpunkte. Du hast 16. So, jetzt aber. Wir würden gerne... Wo würden wir überhaupt gerne hin? Mist, nee. Blackshire ist zu teuer. Gehen wir nach Neues, egal. Da müsste wenigstens die Behandlung von den Krankheiten recht günstig sein. Weil wir hier geliebt und verehrt werden. Können wir behilflich sein? Ja, 10 Gold. Dafür kriegst du sogar eine kleine Spende. Bitteschön. So ein... Wir dürfen hier nicht schlafen, weil Goblins auf dem Dach sind. Ein wenig schlafen und Sachen verkaufen. Weg. Bis bald. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg. Bis zum nächsten. Du hattest Schuhe zum Verzaubern. Zauberpunkte plus 9 sind besser als Stahlstiefel. So, du bekommst die Hufeisen, weil du musst ganz viel trainieren und zwar handeln. Ich weiß nicht. Du... Resistent gegen Gift ist nicht so wirklich toll. Da musst du nicht O machen. Das kann bestimmt auch alles weg. Ah. Jo. Billige Schriftrollen können eigentlich immer weg. Nur diese Schriftrollen, die ein bisschen besser aussehen, sind auch wirklich besser. Ich weiß nicht. Ah. Billiges Langschwert. Also, einmal hier rein. Einmal hier rein. Bis zum nächsten. Und einmal Kinkerlitzchen. Und wir haben 16.000. Können wir uns ja fast die Level-Ups leisten, die wir gerade bekommen haben. Danke, komm bald wieder. So, hast du noch blaue Tränke noch? Ja, kannst du herstellen, okay. Nimm. Hufeisen? Nein. Level-Up. Stadtportal. Freehaven. Tum. Hier. Wie wäre es mit einer Lektion? 1782 Gold. Stimmt, da war was. Nein, wir wollen keine Ausbildung. Wir würden gerne zu irgendeinem verruchten Lehrer. Also nicht zu einem so einem Lehrer, der in einem Haus wohnt, sondern zu so einer Lehrerschule. Wie hier hinten zum Beispiel. Und den hätte ich gerne für jeden Charakter... Handeln haben sie schon. Oh, so viel dazu. Ich dachte, die Charaktere hätten alle noch kein Handeln und ich wollte jetzt Handeln holen, damit das Trainieren billiger wird, aber es klappt nicht so ganz. Wir könnten Handeln auf Experte bringen, aber das sind 2 plus 3 plus 4 Fertigkeitspunkte, also 9. Könnte höchstens Gerugon. Nö. Das mache ich nicht. Dafür sind mir 9 Fertigkeitspunkte zu wichtig. Dann müssen wir halt den sauren Apfel beißen und irgendwo Gold grinden. Und bei ihm nur 700, das ist krass. Aber gut, du. Du hättest gerne Handeln. Handeln. Für den Meisterrang brauchten wir wie viele Punkte in Handeln? 7 oder 9? Oder noch mehr? Können wir vielleicht kurz gucken. Wir springen einfach. In die Stadt des Geldes, wo die oberste Geldgierige wohnt. Und hier in einem der ersten Häuser war gleich der Meisterlehrer. Hallo, wie geht's? Genau, Meister des Handelns. Du hast gar nicht genug Gold. Das ist doch ein Scherz. Ich will ein besserer Händler werden und habe nicht genug Gold, um mir das zu kaufen. Na gut, bringen wir ein paar Gegner um, dann haben wir 4000, hoffentlich. Kaputt. Kaputt. Genau. So. Na, fast. 90 fehlen nur noch. Okay. Und da liegen hier noch Leichen. Aber das sind nur die Grauen. Die Grauen haben nicht so viel.
11 Gold. Ich hätte gerne 11 Gold. Das kann verkauft werden. Okay, wir brauchen einen Kitschladen oder Gegner. Oder beides.